ihr Lieben, ich mache heute selbstgemachtes Brot, selbstgebackenes Brot, Dinkelbrot. Und ja, ich mache das immer jetzt so, dass ich eine Story auf Deutsch und eine auf Arabisch mache. Die poste ich dann aber auch nochmal auf YouTube. Die Zutaten sind ein Esslöffel Olivenöl, eine frische Hefe, sind 42 Gramm, Dinkelmehl, Weizenmehl, ein Teelöffel Salz und ein Teelöffel Zucker. Und ich habe hier auch nochmal Leinsamen, Sesam und Schwarzen. Ich zerbrösel jetzt die Hefe. Dazu kommen noch ein Teelöffel Zucker, Olivenöl und das lauwarme Wasser. Ich habe das Wasser jetzt zugegeben und dann gebe ich noch einen Teelöffel Salz dazu und das Olivenöl und vermische jetzt alles gut miteinander. Ich habe jetzt alles gut miteinander vermischt, wie ihr sehen könnt. Jetzt tue ich die Schüssel in die Knetmaschine, Entschuldigung, und gebe langsam und langsam nach das Mehl dazu. Aber da sage ich euch auch nochmal die Maße. Ich habe der Hefemischung jetzt schon mal zwei Gläser Dinkelmehl dazu gegeben. Ich nehme immer das gleiche Glas und dann gebe ich noch eine Hälfte Teelöffel mit dem Glas Weizenmehl und Backpulver. Muss nicht sein, aber könnt ihr machen. Gebe ich auch noch dazu. Ich habe also drei Gläser Dinkelmehl gebraucht und zwei Gläser Weizenmehl. Habe jetzt die Arbeitsplatte noch mit Dinkelmehl bestreut und knete den jetzt aber auch nochmal mit der Hand ganz durch und lasse den dann aufgehen. Ich bestreue die Schüssel jetzt auch nochmal ein bisschen mit Dinkelmehl. Und dann kommt mein Teig da rein und dann lasse ich den nochmal für so eine halbe Stunde aufgehen. Ich habe den Teig jetzt zugedeckt und lasse den ungefähr eine halbe Stunde aufgehen. In der Zeit zeige ich euch das Rezept der marinierten Oliven. Das wolltet ihr doch so gerne und habe ich gedacht, heute mache ich das. Der Teig ist jetzt aufgegangen, wie ihr sehen könnt. Ich mache jetzt mit dem Brot weiter. Und zwar hole ich den aus der Form. Aus dem Teig jetzt 12 Teigkugeln geformt. Nehme mir jetzt eins, feuchte das hier so ein bisschen an. So. Von den Rändern. Und hier hatte ich den Sesam, die Leinsamen und den Schwarzkümmel einfach so vermischt. Und gebe den hier so lang. Ich habe den Teig jetzt in den Samen gewälzt. In den Leinsamen und dem Sesam. So. Und dann forme ich das hier noch so ein bisschen. Und dann kommt das, ich habe das jetzt auch auf der anderen Seite, auf dem Backblech zum Aufgehen. Und so sieht das Brot aus. Ich lasse das jetzt noch ein paar Minuten aufgehen. Das seht ihr dann aber auch, wenn es so schön aufgegangen ist. Ja, ich würde sagen, vielleicht nicht mehr als 10 Minuten. Kommt natürlich auch drauf an, wie warm eure Wohnung ist. Und so sieht das Brot aus. Total schön fluffig. Einmal nochmal heranzoomen. Die Stories poste ich aber alle nochmal auf YouTube. Und dann könnt ihr sie euch alle nochmal angucken. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen.